In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so manche Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Naja, na dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so manche Knisch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Brauchen wir nicht Schokolade, Zucker, Honig und Zuckerde und ein bisschen Zimt? Das stimmt. Ja, stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so manche Knisch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. So bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die Finger rein? Sind die Plättchen, die wir stechen, erstmal auf den Ofen blechen, warten wir gespannt, verbrannt. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so manche Knisch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.